Ja, also mein Name ist Professor Schäfer. Ich bin hier Chefarzt der Klinik für Radiologie und begrüße alle Interessierten, hier nun etwas Aufklärung zu verschaffen zum Thema radiologische Screening-Untersuchung, aber auch Diagnostik beim Darmkrebs. Da muss man differenzieren. Es ist einmal die Möglichkeit, dass wir eine Screening-Untersuchung durchführen. Das nennt sich virtuelle Kolonographie in der Computertomographie. Dann ist, wenn ein Krebs wirklich eingetreten ist, wichtig, diesen Krebs in allen Aspekten zu stagen. Das bedeutet, wir würden eine Computertomographie vom Thorax und vom Bauchraum durchführen, um sozusagen einmal den Ausprägungsgrad des Tumors selbst, aber auch zu hinterfragen, ob Lymphknotenmetastasen vorhanden sind oder aber ob Lebermetastasen schon ausgeprägt sind oder auch Lungenmetastasen. Das ist sehr wichtig, um die Therapie zu strukturieren. Das gilt für das Kolonkarzinom, aber für das Rektum, also den Mastdarmkrebs, da ist es so, dass wir da eine spezialisierte MRT brauchen, um diesen Tumor genau einzuschätzen. Diese spezialisierte MRT ist ein Verfahren, wo wir den Patienten entweder sehr, sehr gut vorbereiten, sprich es gibt eine lokal abführende Maßnahme, danach kann man Flüssigkeit in den Mastdarm bringen, um den etwas aufzudehnen, um dann sozusagen mit speziellen MRT-Sequenzen, die sehr, sehr dünn sind und so auf den Tumor gekippt sind, dass man also den Tumor in voller Gänze in seiner Ausprägung in das angrenzende Fettgewebe, wenn es dahin gewachsen ist, erfasst. Dann muss man sehen, ob Lymphknotenmetastasen vorliegen und wie weit der Tumor an den Resektionsrand, den der Chirurg plant, gewachsen ist, um dann zu entscheiden im Tumorboard, ob dieser Patient eine Vorbehandlung braucht, also sprich eine Radiochemotherapie, eine kombinierte Radiochemotherapie mit intensivierter Chemotherapie oder ob er gleich operiert werden kann. Also die CT-Kolonographie, dieses Verfahren, ist sehr wohl in der Lage, mit ähnlich guten Übereinstimmungen zu einer Darmspiegelung Polypen oder auch kleine Karzinome zu sehen. Das ist so. Das haben viele Studien gezeigt. Wir können durch den Darm durchfahren, sozusagen wie der Endoskopeur mit dem Endoskop, und wir können uns die Darmwand von allen Aspekten und allen Seiten betrachten, um so dann eben Polypen, also Vorstufen von Krebs, zu sehen. Das Problem bei der Sache ist, das Verfahren ist zwar super, aber wir können damit nichts machen. Wir können nur diagnostizieren, wir können nicht diese Polypen abtragen, um festzustellen, ob schon sich ein Karzinom entwickelt hat. Deswegen müsste der Patient, wenn man es timet, natürlich nur einmal gefüllt werden oder einmal kommen, um dann eine Endoskopie nach der CT zu erhalten. Wenn das zweimal der Fall ist, ist es natürlich eine unsinnige Sache. Sehr aufwendig. Also was ich ergänzen kann, ist, dass man natürlich regelmäßig und zeitgerecht zur Vorsorgeuntersuchung geht. Wenn man Bedenken von der Darmspiegelung hat, kann man selbstverständlich diese radiologische Diagnostik durchführen lassen. Wenn dann aber ein Polyp oder eben ein Karzinom zur Entdeckung gekommen ist, muss eine Spiegelung und danach auch ein Staging erfolgen. Also es ist sehr wichtig, dass man sozusagen ab 50 Darmspiegelungen machen lässt oder aber eine virtuelle Kolonographie, die ja sozusagen aufgrund apparativer Technik sehr wohl und sehr gut durchgeführt werden kann. Darmkrebs ist eine gefährliche Erkrankung, die sehr häufig mit Metastasen vergesellschaftet ist, und ich kann Sie nur ermuntern, sich regelmäßig testen zu lassen.